Na, alles schalldicht an deiner Tür? Falls nicht, wird dir ein Schallex weiterhelfen. Was das genau ist und wie er funktioniert, werde ich dir in diesem Tutorial zeigen. Nichts ist schlimmer, als wenn es unter der Tür durchzieht oder alle Geräusche von der anderen Seite zu hören sind. Gerade bei Wohnungseingangstüren und Funktionstüren sollte man daher nicht auf einen Schallex verzichten. Häufig ist dies auch eine Standardkomponente. Ein Schallex ist eine absenkbare Bodendichtung, die unten in einer Nut am Türboden eingelassen ist. Er besteht im Wesentlichen aus einer Schiene, die unten eine elastische Dichtungslippe hat und an den Seiten Riegel. Die ganze Konstruktion wird dann in die U-förmige Fräsung eingebaut. Durch einen Mechanismus senkt sich automatisch eine Gummidichtung ab, die auf den Fußboden aufsetzt. Das passiert, wenn du die Tür schließt. Dann wird dieser kleine Stift in die Metallschiene gedrückt und der Schallex fährt aus. Ob der Schallex richtig schließt, kannst du ganz einfach mit einem Blatt Papier kontrollieren. Lege es auf den Boden des Türdurchgangs und schließe deine Tür. Wenn du das Blatt nicht hervorziehen kannst, ist der Schallex richtig eingestellt. Und? Ist da noch Spielraum? Dann musst du deinen Schallex nachjustieren. In unserem Fall zieht man dazu den Stift heraus, dreht ihn gegen den Uhrzeigersinn und versenkt ihn wieder. Zum Schluss wieder mit einem Blatt Papier kontrollieren. Macht Laune, oder? Und weil ein Schallex Luftzug und Lärm von außen mindert, kann Silvio laut Musik hören und seine Frau ruhig schlafen. Oh, Silvio, solltest du jetzt wirklich Musik hören? Nun wieder meine Weisheit der Woche. Was das Schloss aus hat nicht ziert, wird verklebt und zugeschmiert. Und, konnte ich dir helfen? Dann abonniere doch kostenlos den Channel oder schau dir den nächsten Tipp an.